Und damit Hallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Red Dead Redemption. Und heute ist der Gottesdienst erneut ein drittes Mal. Und wir haben einen sehr krassen Ablauf vorbereitet, es wird cool. Die Sache ist jetzt die, ich habe das Stream Deck jetzt eingerichtet. Und das bedeutet, ich habe jetzt hier Tasten drauf, wo jetzt zum Beispiel steht Jacke. Und wenn ich das mache, dann kommt ein Befehl, eine Multiaktion. Also im Prinzip, das Stream Deck für mich erst F8 öffnet, dann Befehl eingibt und dann wieder F8 drückt. In dem Fall, wenn ich jetzt auf Jacke drücke, passiert das. Wenn ich auf Hut drücke, passiert das. Wenn ich auf Glove drücke, passiert das. Ja, dann kann ich mich immer behüten oder nicht. Und genau, das ist auf jeden Fall sehr geil. Und für die Leiste unten habe ich das auch noch gemacht. Das heißt, wenn ich jetzt... Warum geht das Hemd nicht zu? Das muss ich kurz manuell machen. Auf. Zu. Ah, super. So. Glove. Zack. Wenn ich jetzt zum Beispiel... ich habe hier zum Beispiel schaut freundlich auf meinem Stream Deck. Wenn ich da drauf drücke... Zack. Gib dem Bischof die Hand. Zack. Okay. Hab die ganzen Befehle drauf. Wenn ich auf die nächste Seite gehe, dann habe ich zum Beispiel die ganzen Emotes. Trauern. Zack. Richtig geil, ne? Dann kann ich das natürlich wieder abbrechen, arrogant warten. So, da habe ich mir halt 1 bis 10 habe ich mir da eingedingst, weil ich es halt, also die Sachen, die ich halt am öftesten brauche. Und von den Mi-Commands halt auch die ich am öftesten brauche. So, achso, da darf ich, ja genau. Geht natürlich auch beim Laufen. Ja, das ist sehr, sehr geil. Feier ich hart. Oh meine Güte, das Wetter ist ja schrecklich. So, machen Sie schnell! Ey, ich hoffe, die hat jetzt was da. Neun Stück. Ja gut. Ich finde halt jetzt kein Wein, spontan. Und im General Store kostet der $4 pro Ding. Ich kann jetzt nicht für $80 20 Wein holen, das geht nicht. Das holen wir ja nie wieder rein, das Geld. Mit den... Oh, fuck. Das darf jetzt nicht wahr sein. Oh, ich muss die Kutsche wegschicken, immer. Oh, das ist ja schrecklich. Meine Güte. Interessant, aber ich glaube, ich nehme das vorherige, weil das geht auch nur 3 Sekunden, wenn ich das spiele. Ja.
Okay. Ich glaube, das spiele ich, weil ich mehr kriege ich eh nicht hin, so spontan. So. Guten Tag. Hallo. Ja, was gibt's? Darf man rein? Natürlich. Treten Sie ein. Sie müssen nicht mit diesem Wetter draußen rumstehen. Das ist schrecklich. Kommen Sie rein. Kommen Sie rein, Sir. Kommen Sie rein. Yes. Ist der Bischof schon da? Ja, ich glaube schon. Dieser kann ich mit ihm reden, ja? Ich denke, ich weiß nur nicht, wo er ist gerade. Also. Ich schau mal nach. Gut. Ah. Exzellenz. Durchaus. Grüße Sie. Unten wartet Mr. Mr. Dufour war's. Ja, doch. Ah, Mr. Dunfield. Ah, Mr. Dunfield, genau. Er wartet unten. Er möchte mit Ihnen reden. Ja, ich komme. Eine Sekunde. Natürlich. Er kommt sofort. God bless you. Guten Tag, Sir. Guten Abend. Wo haben Sie denn bitte? Bitte. Schreckliches Wetter, nicht wahr? Could be better. Ja. Oh. Reverend, haben Sie einen Augenblick für mich? Ja, natürlich. Was kann ich für Sie tun? Nun, ich bin unter anderem mit der Sicherheit eines Bauvorhabens in südlich von Rhodes betraut. Dort wird ein Casino hergerichtet. Ach du meine Güte. Im ehemaligen Anwesen Shady Bell. Nun, Reverend, auf dem Grundstück ist ein alter katholischer Friedhof. Er ist zur Hälfte im Wasser versunken. Und es ist eine Frage der Zeit, wenn es nach dem Hurricane nicht ohnehin schon geschehen ist, dass er gänzlich in den Untiefen entschwindet. Ja. Wir wollen auf dem Land unter Umständen bauen. Aber als guter Christenmensch will ich auch nicht, dass die geweihte Erde einfach weggespült wird. Durchaus. Vor allen Dingen, weil menschliche Gebeine zum Vorschein kommen. Du meine Güte. Ich wollte fragen, ob es eine Möglichkeit gäbe, diese einer christlichen letzten Ruhestätte, vielleicht in einem Gebeinhaus oder dergleichen, zuzuführen. Ja, das ist durchaus möglich. Ich werde das mit dem Bischof besprechen und dann würde ich nochmal auf Sie zurückkommen. Ja, ich suche Sie alsbald wieder auf. Wunderbar. Sehr gut, dann erhalten Sie Neuigkeit von mir. Na schön. Little ist mein Name. Amos Little. Genau. Gut, gut. Danke, Reverend. Gar kein Problem, Mr. Little. Uiuiui, was für ein Wetter, hm? Schrecklich. Tragisch. Einen guten Abend zusammen. Ihnen auch. Ja. In einer halben Stunde wäre übrigens der Gottesdienst, falls Sie nochmal aus dem Wetter raus möchten. Falls ich es nochmal schaffe, mich umzuziehen bis dahin. So kann ich nicht zur Messe. Ja. Einen guten Abend. Ihnen auch. Nun, wie geht es Ihnen? Mr. Doppelte redet mit seiner Eminenz. Mir geht's soweit gut. Ich bin zwar nachts von oben besunken, aber sonst geht's mir gut, ja. Super, klasse. Und Ihnen geht es auch besser, ja? Natürlich. Wunderbar, freut mich, Junge. Nun, ich würde behaupten, die Erzahl Silber ist schon etwas weiter. Unser letzten Ausflug gut überstanden, ja. Für mich selber ist es wirklich auf der Reise, die ich seit vielen Jahren schon mache, ist einfach surreal. Wunderbar. Und jetzt auch hier. Habe ich viel gesehen.
Entschuldigung, aber bleiben Sie da oben! Eminenz. Es ist. Ich habe noch eine Idee. Da kann man doch anrufen, bitte. Come on. Eines Papierhalle. Schönen guten Abend, Ma'am. Ja, guten Abend. Diakon des Bischofs in Santini. Barrigan, mein Name. Ja? Ich, mit wem spreche ich denn da? Adelaide Harrington, Besitzerin der Bierhalle. Oh, wunderbar. Sagen Sie, gedenken Sie heute zum Gottesdienst zu erscheinen? In Santini. Das ist der Plan, ja? Ui, schaffen Sie es denn bei diesem Wetter? Ich hoffe ja. Wunderbar. Sagen Sie, können Sie mir einen Gefallen tun? Es kommt ganz darauf an, ich bräuchte Wein. Der gefallen wäre. Wein. Reichlich. Ja, was bedeutet denn reichlich? Genug für 30 Gläser. Okay, das schaffe ich. Ich danke Ihnen vielmals. Kein Problem. Ich beeile mich. Wunderbar. Und denken Sie an die Kollekte. Einen wunderschönen Abend. Ja. Schönen Abend. Alter, denken Sie an die Kollekte. Ja, krass, da kriegen wir doch noch Wein her. Ja, mega. Meine Güte. Die bessere Beziehung. Könnt ihr nicht mal mit Petrus reden, dass er noch mal aufhören soll mit dem mit dem Regenwetter, ja? Ach so, na, das. Wir können dafür beten. Ja, das könnten wir. Das ist eine gute Idee, ja. Direkte Bezüge habe ich leider nicht. Na, gut. Dann sollten wir vielleicht einmal beten, ja. Durchaus. So würde ich Sie bitten heute. Ah, da ist er auch. Barry. Einen Moment, Barry. Bitte. Bevor ich es nämlich vergesse, ich muss das Geld wegpacken. Das ist Mr., entschuldigen Sie, mein Gedächtnis, ich bin vollkommen bei der Predigt heute in Gedanken. Können Sie sich noch einmal vorstellen? Aber natürlich, Harry Evans. Mein Name ist Ron Jacob Doherty. Ein geweihter Priester. Du meine Güte. Das ist ja fabelhaft. Nun, mein Entschluss ist folgender. Wir werden Sie an unserer Seite behalten. Sie werden ein paar Geldmittel bekommen, um sich einzukleiden. Ich bin so der Richtige und manchmal ein schlichter Anzug. Bin ich auch wohl lehrig, aber. Ich würde Sie bitten, wenn das möglich ist, das noch heute zu tun. Lassen, ja. Aber natürlich, vielleicht. Ich wollte Sie jetzt auch nicht unterbrechen. Ich habe einen Satz Sonntagskleidung. Das war mein einziger Satz, der was etwas schöner aussieht, deswegen, ich wollte die halt jetzt nicht wegen dem Sturm schmutzig machen, aber das Treffen, Dunfield, glaube ich, war von dem Herrn der Name, das war tatsächlich auch, würde ich sagen, ein Wunder für sich selbst, und das hat mich auch auf dem Weg hierher geführt, deswegen bin ich dem ja auch sehr dankbar.
Aber ich kann mich natürlich auch einkleiden, das ist kein Problem. Machen Sie das, das wäre wunderbar. Sie kleiden sich für unsere Gemeindemitglieder ein. Wir haben ein... Wir müssen ein hohes Ansehen vertreten, verstehen Sie? Ich verstehe. Nun... Gut, dann kleiden Sie sich ein und kommen Sie zurück. Wir besprechen alles weitere danach. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Eure Eminenz, Diakon. Soll ich dann hier wieder runterkommen? Ja, bitte. Durchaus. Alles klar. Vielen Dank. Gott segne Sie. Ein Wanderprediger käme uns gerade recht. Na, hat's geklappt. Ich möchte ein paar Infos von ihm haben, nicht? Ich werde es sehen. Aber ich muss mich noch einkleiden gehen. Ja, machen Sie das mal. Haben Sie noch genug Geld? Ja, ich habe noch einen Satz. Sehr gut. Er weiß nicht, ob es klappt. Schwer in diesen Zeiten aufpassen, wenn wir aufnehmen. Ja, bis gleich. Da gebe ich Ihnen absolut recht. Und deswegen, nun, ich bräuchte etwas zu schreiben. Ich habe hier einfach die Kirchenakte, ein paar Daten, die er mir geben muss. Ich denke, ich habe noch. Das... Haben Sie noch einen Zettel? Nein. Ich habe noch 9 Leib Christi. Ah, die müssen noch gesegnet werden. Durchaus. Und Miss Harrington vom. Von der Bierhalle in Annisburg bringt Wein mit, 30 Mal. Nun. Sehr gut. Das ist für uns der Wein, nicht? Natürlich. Wie wir alle wissen, hat das Exil von 1418 entschieden, dass nur die ausgebildeten Priester das Blut Christi trinken. Für alle anderen gibt es Brot. Natürlich. Nun, ich denke, ich werde ihn einfach in die Kirchenakte schreiben lassen, nicht? Ja, doch. Durchaus. Ich kann auch noch kurz etwas besorgen gehen, wenn Sie möchten. Oh, das wäre am besten. Wunderbar. Bis gleich. Ein Vertragsblatt vielleicht. Oh, wir haben noch eins unten. Barry. Schauen Sie unten, das ist sogar mit Gold verziert, nicht wahr? Entschuldigen Sie. Alles gut. Haben Sie es gefunden? Ja, alles in Ordnung. Naja, es ist, nehme an, das wird ausreichend sein. Ich danke Ihnen. Bitte sehr. Unten beim Bischof, aber wann der wieder kommt, weiß ich nicht. Ich rufe ihn. Jetzt ungefähr. Barry! Natürlich. Die Dame. Schönen guten Abend. Emily Harrington. Miss Harrington. Ja. Wunderbar, das ist das. Ich habe Ihren Wein. Brauchen Wunderbar. Sie denn allen sofort? Dann müsste ich nämlich nochmal zum Pferd. Ich würde ganz kurz nachfragen. Vielen Dank. Exzellenz,
Ja. Wie viel Wein benötigen wir jetzt? Ja. Ich meine, was haben Sie denn? Na, sie hätte 30 dabei. 30, nun, genug für 30 Gläser. Ah. Ich nehme an, ja, was will sie denn? Na, ich schätze mal einen Dollar pro Glas oder so. Bin ich sicher. Ich denke, dann reichen erst einmal 10, nicht? Wir wollen ja nicht übertreiben. Nun gut. Exzellenz, lässt ausrichten, dass wir erstmal. Genug für 10 Gläser reichen, sagt sie. Dann würde ich ihn erstmal. Das erstmal so machen, nicht wahr? Okay. Was bekommt sie denn dafür von mir? Nichts, das ist schon in Ordnung. Sind Sie sicher? Ja. Vielen Dank. Sehr gerne. Gut. Darf man sich denn schon mal natürlich, setzen? Natürlich, natürlich. Nehmen Sie Platz. Wir heben ihn auch mal wieder runter. Exzellenz. Ja? Sie ist wirklich eine wahre Christin. Sie hat es uns geschenkt. Nun, dann danken Sie ihr ganz herzlich in meinem Namen. Natürlich, hab ich, direkt. Die Halle verhüllt sich. Wunderbar. Spielen Sie ruhig ein bisschen leiser und tiefere Töne. Wenn das möglich ist, ja? Natürlich. So. Also, der Mann ungefähr wieder da. So. Oder so. Ja. Und länger, ruhig lang gezogen. In Rom ziehen wir alles immer recht lang. Natürlich. Wunderbar. Nun. So, wollen Sie unserem Freund dann den Fragebogen geben? Den kann, obwohl, das kann ich auch selber. Natürlich, machen Sie das, Eure Eminenz. Natürlich. Ich nehme an, sollte alles. Ich werde ihn ein bisschen mit uns laufen lassen und sollte sich alles bewahren und alles in Ordnung sein. Warum sollte er nicht die Gemeinde in Rotz übernehmen? Was meinen Sie? Durchaus, es war fabelhaft. Herzlich willkommen zurück. Vielen Dank. Ich hoffe. Ja, sie sehen fabelhaft aus. I hope this fits better. Ja, durchaus. Bene. Eure Eminenz, ich hoffe, dass diese Kleidung besser ansprechend ist. Ja, es ist. Sie ist es. Nun, wenn Sie Zeit haben, sich einmal das. Für die Sekretärin, für den Sekretariari ausfüllen können. Vielen Dank, aber ansonsten, natürlich. Wie gesagt, bleiben wir bei dem Plan. Sollte der Ansturm heute zu groß für mich werden, um alleine den armen Sündern die Beichte abzunehmen, werde ich Ihnen, oder wird Mr. Berrigan wird das im Auge behalten, nicht? Und sollte es sich zu sehr bei mir stauen, wird er Ihnen einen Beichtstuhl zuweisen. Sodass sie dann die armen Sünder erlösen können, nicht? Ich verstehe. Gut, wenn Sie möchten, können Sie sich gerne in die große Halle zurückziehen. Sobald die Beichte abgeschlossen ist, besprechen wir alles Weitere, ja? In Ordnung. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Möge der Segen des Herrn auch mit Ihnen sein. Bis später. Und mit Ihrem Geister. Vielen Dank. Später. Amen, Amen, mein Amen. Sohn. Amen. Unfassbar. Immer wieder dasselbe.
Guten Abend. Ist alles in Ordnung? Der Pöbel. Ach, der Vulgus. Ja. Schrecklich. Kommen Sie rein. Das wird erst unfassbar. Es ist nicht ertragbar. Nein. Das ist natürlich freie Platzwahl. Das ist verständlich. Die Empore wäre auch freigegeben, wenn Sie möchten. Wo ist die denn? Wenn sie zum Haupteingang reinkommt, dann die Treppe nach oben. Nach da oben? Durchaus. Die wollen nicht nur bei den beiden Volks sitzen. Nein. Wir werden oben sitzen, vielen Dank. Wunderbar. Entschuldigung, dass ich Sie nochmal störe, so kurz. Auf jeden Fall. Ist da gerade der Tinker reingelaufen? Ach du Scheiße. Wunderschönen guten Abend, die Herrschaften. Tach. Wie geht's denn dir dann sein? Ist er geht? Ist er geht? Zwei Gentlemen, die rauchen und reden von Todsünden und von und haben sprechen davon, dass sie eines der 10 Gebote gebrochen haben. Warte, meine Güte. Mord? Barry, ja, kümmern Sie sich natürlich. Darum. Mr. Dunfield hat mich gebeten, vielen das Dank. Zu sagen. Sollte man mit diesen machen? Ein wunderschönen guten Abend, die Herrschaften. In meiner Bierhalle kann ich wunderschönen guten Tag. Gott schütze Sie. Ich möchte Sie, ja Gott segne Sie, ich möchte Sie gar nicht unterbrechen in Ihrem Gespräch. Haben Sie aber schon. Ja, natürlich. Ich wollte nur ganz kurz anmerken, dass irgendwie die Stimmung kippt, jetzt wo Menschen Sie erkannt haben. Ich weiß nicht, wer Sie sind, deswegen... Oh, jetzt dürfen wir nicht mehr in die Kirche. Nein, auf keinen Was Fall. Was soll das jetzt hier werden? Mein Name ist Timothy Tinker und da vor mir ist Louis fucking King. Wunderbar. Ich wollte nur kurz sagen, dass es mir wirklich eine Ehre wäre, wenn Sie am Gottesdienst teilnehmen und wir den friedlich besiegeln können. Und danach können wir ja über alles Weitere reden, wenn Sie irgendwelche Wissen Anliegen Sie, haben. Sie, dass die Stimmung nicht gekippt ist, bis Sie hergekommen sind? Ehrlich das ist gesagt, doch wunderbar. Waren Sie die ganze Zeit da vorne alleine? Das heißt, die einzige Stimmung, die gekippt ist, ist die zwischen Ihnen beiden, ne? Verwerflich, nicht wahr? Verwerflich. Fast schon beleidigend. Ich danke so, wie ich das sehe, sitze ich hier ganz friedlich. Mit natürlich, das sehe ich auch. Mit meinen 2 Freunden. Dann ist ja alles in Ordnung. Dann möchte ich Sie nicht weiter belästigen. Einen wunderschönen Abend. Have a good evening. Ist das geil. Vielen Dank für die Information. Tut mir leid, dass ich Sie gestört habe. Ach, kein Problem. Ich wollte auch nochmal fragen, soll ich in der Halle warten dann, oder? Durchaus. Können Sie gerne. Okay. Ich warte dann in der ersten Reihe, wenn Sie mich brauchen. Vielen Dank. Hier zu Verletzten kommen würde bei der Heiligen Messe. Du meine Güte. Wir müssen ja nicht gleich den Revolver auspacken. Ich habe mich erschrocken. Alles in Ordnung. Hui. Natürlich. Oh, der Mann scheint wirklich für Unruhe zu sorgen. Nein, Hören Sie mir zu, ich würde erstmal nichts machen, ja? Ich würde ihn genau beobachten. Oh, ich habe ihn schon angesprochen. Sind Sie wahnsinnig? Natürlich. Ich habe ihn freundlich gebeten. Was gebeten? Was auch immer er vorhat, wir den Gottesdienst wenigstens hinter uns bringen. Danach... Sie Vollidiot! Jetzt weiß er doch alles! Oh, beruhigen Sie sich, Gentlemen, wir müssen zusammenstehen. Es ist, wie es ist. Mr. Tinker ist im Bilde. Nun, und ich habe zu ihm gesagt, er soll bitte ruhig bleiben. Mr. Dunfield, wenn Sie Sorge um unsere Sicherheit haben, ehrt Sie das. Und wie gesagt, Mr. McCoy sprach gestern davon, dass heute
in der Kelligel Hall oder so eine Polizeibesprechung stattfindet, eine Informationsveranstaltung. Nun sollten Sie alleine nicht für unsere Sicherheit sorgen. Überlegen Sie, ob Sie vielleicht dort anrufen. Ja. Haben Sie hier einen Apparat hier oder muss ich da... In der Arztpraxis. In der Arztpraxis. Ah, aber vielen Dank. Und in der Bank eingesehen. Danke.